Vierter Durchgang, zweite Hälfte. Sie waren hinter Dads kleinem Haus in Malden, nur sie beide, saßen in Liegestühlen, die etwas zu rostig waren, blickten über einen Rasen hinaus, der etwas zu hoch war. Die Gartenzwerge schienen sie zu beobachten, lächelten ihr geheimnisvolles, unangenehmes Lächeln aus der Tiefe des wuchernden Unkrauts, das sie umgab. Sie weinte, weil Dad gemein zu ihr war. Er war sonst nie gemein zu ihr, er umarmte sie immer und küsste sie aufs Haar und nannte sie Schatz, aber jetzt war er's. Er war gemein, nur weil sie nicht die Kellerklappe unter dem Küchenfenster öffnen, die vier Stufen hinuntergehen und ihm eine Dose Bier aus der Kiste holen wollte, die er dort unten lagerte, wo es kühl war. Sie war so durcheinander, dass sie im Gesicht einen Ausschlag bekommen haben musste, weil es überall juckte, ihre Arme auch. »Na, du kleine Amma, ist das nicht ein Jammer?« sagte er, indem er sich zu ihr hinüberbeugte und sie konnte seinen Atem riechen. Er brauchte kein weiteres Bier. Er war schon betrunken. Die Luft aus seinem Mund roch nach Hefe und toten Mäusen. »Warum willst du so eine kleine Schisserin sein?« »Du hast nicht einen Tropfen Eiswasser in den Adern.« Noch immer weinend, aber fest entschlossen, ihm zu beweisen, dass sie doch Eiswasser in ihren Adern hatte, zumindest ein wenig, stand sie aus dem rostigen Liegestuhl auf und ging zu der noch rostigeren Tür der Kellerluke. Oh, es juckte sie einfach überall, und sie wollte diese Tür nicht öffnen, weil dahinter etwas Scheußliches lauerte. Das wussten sogar die Gartenzwerge, man brauchte sich nur ihr verschlagenes Lächeln anzusehen, um das mitzubekommen. Trotzdem fasste sie nach dem Griff, sie hielt ihn mit einer Hand umfasst, während Dad sie von hinten mit schrecklich fremder Stimme spöttisch aufforderte, sie solle weitermachen. »Los, los, kleine Amma, los, Schatz, los, Kleines, mach zu und tu's endlich!« Als sie die Klappe hochzog, waren die Stufen in den Keller hinunter verschwunden. Die ganze Treppe war verschwunden. An ihrer Stelle befand sich ein ungeheures, pralles Wespennest. Hunderte von Wespen flogen aus einem schwarzen Loch heraus, das sie an das Auge eines Mannes erinnerte, der vom Tod überrascht worden ist. Nein, das waren nicht hunderte, sondern tausende Wespen. Plumpe, schwerfällige Giftfabriken, die geradewegs auf sie zuflogen. Es war nicht mehr möglich, vor ihnen zu flüchten, sie würden sie alle gleichzeitig stechen und sie würde sterben, während sie über ihre Haut krochen, in ihre Augen krochen, in ihren Mund krochen, ihre Zunge mit Gift vollpumpten, während sie auf dem Weg durch die Kehle hinunter in ihren Magen waren. Trisha glaubte, sie schreie laut, aber als sie mit dem Kopf an die Unterseite des Baumstamms prallte, Moos und Rindenstücke ihr verschwitztes Haar überschütteten und sie aus dem Schlaf fuhr, hörte sie nur eine Folge kleiner kätzchenartiger Maunzlaute. Mehr ließ ihre zugeschnürte Kehle nicht zu. Im ersten Augenblick war sie völlig desorientiert, fragte sich, warum ihr Bett sich so hart anfühlte, fragte sich, wo sie sich den Kopf angeschlagen hatte. War es möglich, dass sie tatsächlich unter ihr Bett geraten war? Und ihre Haut kribbelte ganz schrecklich von dem Traum, aus dem sie eben hochgefahren war. Oh Gott, was für ein grässlicher Albtraum das gewesen war. Als sie sich nochmals ihren Kopf anstieß, kam die Erinnerung zurück. Sie war nicht in ihrem Bett oder auch nur darunter. Sie war im Wald. Sie hatte sich im Wald verirrt. Sie hatte unter einem Baum geschlafen und ihre Haut kribbelte noch immer. Nicht vor Angst, sondern weil... »Weg mit euch, ihr Mistviecher, weg mit euch!« rief sie mit hoher, ängstlicher Stimme und wedelte mit beiden Händen hastig vor ihren Augen herum. Die meisten der Gnitzen und Stechmücken flogen von ihrer Haut auf und bildeten wieder ihre Wolke. Das Kribbelgefühl hörte auf, aber der grässliche Juckreiz blieb. Es gab keine Wespen, aber sie war trotzdem zerstochen. Während sie schlief, hatte sie so ziemlich alles gestochen, was zufällig vorbeigekommen und Appetit gehabt hatte. Ihr ganzer Körper juckte und sie musste pinkeln. Trisha kroch keuchend und leise stöhnend unter dem Baumstamm hervor. Sie war von ihrer Rutschpartie überall steif, vor allem der Nacken und die linke Schulter, und ihr linker Arm und ihr linkes Bein. Die Glieder, auf denen sie im Schlaf gelegen hatte, waren gefühllos. Gefühllos wie ein Holzflock, hätte ihre Mutter dazu gesagt. Erwachsene, zumindest in ihrer Familie, hatten für fast alles eine Redensart. Gefühllos wie ein Holzflock, fröhlich wie eine Lerche, munter wie eine Grille, taub wie ein Stock, finster wie ein Kuhmagen, tot wie eine... Nein, daran wollte sie nicht denken. Nicht jetzt. Trisha versuchte sich aufzurappeln, kam nicht hoch und schleppte sich kriechend auf die kleine Lichtung hinaus. Während sie sich bewegte, kehrte ein Teil des Gefühls in ihr Arm und Bein zurück, mit diesen unangenehm stechenden Kribbelanfällen. Tausend kleine Nadelstiche. »Hol's der Teufel«, krächzte sie.
hauptsächlich um den Klang ihrer eigenen Stimme zu hören. Hier draußen ist's finster wie in einem Kuhmagen. Aber als sie am Bach Halt machte, merkte Trisha, dass das ganz und gar nicht stimmte. Die kleine Lichtung lag in kaltem, klarem Mondschein, der so hell war, dass er deutliche Schatten warf und das Wasser des kleinen Bachs schwach glitzern ließ. Das leuchtende Objekt am Himmel über ihr glich einem leicht missgestalteten silbernen Stein, dessen Licht fast blendete. Aber sie sah trotzdem zu ihm auf. Feierlicher Ernst lag auf ihrem geschwollenen, juckenden Gesicht und in ihren Augen. Der Mond leuchtete in dieser Nacht so hell, dass er nur die hellsten Sterne nicht überstrahlte, und irgendwas an ihm oder daran, aus welcher Umgebung sie ihn betrachtete, ließ sie spüren, wie einsam sie war. Ihre vorige Überzeugung, sie werde gerettet, nur weil Tom Gordon in der ersten Hälfte des 9. Innings 3 auserzielt hatte, hatte sich verflüchtigt. Da konnte man ebenso gut auf Holz klopfen, etwas Salz über seine Schulter werfen oder sich bekreuzigen, bevor man zum Schlagmal trat, wie Norman Gasparra es immer tat. Hier gab es keine Kameras, keine Wiederholung in Zeitlupe, keine jubelnden Fans. Die kalte Schönheit des Mondes suggerierte ihr, das unterschwellig Wahrnehmbare sei letztlich doch glaubhafter. Ein Gott, der nicht wusste, dass er oder es ein Gott war. Ein Gott ohne Interesse an verirrten kleinen Mädchen, ohne wirkliches Interesse an irgendwas, ein ausbeifollen Basis-Gott, dessen Verstand einer schwirrenden Insektenwolke glich und dessen Auge der ferne, leere Mond war. Trisha beugte sich über den Bach, um daraus Wasser für ihr pochendes Gesicht zu schöpfen, sah ihr Spiegelbild und stieß einen leisen Klagelaut aus. Der Wespenstich über ihrem linken Wangenknochen war noch weiter angeschwollen, vielleicht hatte sie im Schlaf daran gekratzt oder sich irgendwo angeschlagen, und durch die Schlammschicht, mit der sie ihn beschmiert hatte, gestoßen wie ein frisch ausgebrochener Vulkan, der durch die alte Lava seiner letzten Eruption bricht. Er hatte ihr Auge völlig entstellt, es ganz schief und missgestaltet gemacht, so dass es jetzt ein Auge war, von dem man sich lieber abwandte, wenn man es auf der Straße auf sich zuschweben sah. Der Rest ihres Gesichts war ebenso schlimm oder sogar noch schlimmer. Klumpig, wo sie gestochen worden war, lediglich geschwollen, wo hunderte von Mücken im Schlaf über sie hergefallen waren. Wo sie am Ufer kniete, war das Wasser verhältnismäßig still und Trisha sah darin, dass mindestens noch eine Mücke an ihr hing. Sie saß in ihrem rechten Augenwinkel und war zu vollgesogen, um auch nur ihren Stechrüssel aus ihrer Haut zu ziehen. Dabei fiel ihr wieder einer von diesen Erwachsenenausdrücken ein, zu vollgefressen, um springen zu können. Sie schlug danach und die platzende Mücke füllte ihr Auge mit ihrem eigenen Blut, das nun brannte. Trisha schaffte es nicht aufzuschreien, aber ein schwankender, angewiderter Laut entschlüpfte ihrem krampfhaft zusammengepressten Lippen. Sie betrachtete ungläubig das Blut an ihren Fingern, dass eine einzige Stechmücke so viel Blut enthalten konnte. Einfach unglaublich. Sie tauchte ihre hohlen Hände ins Wasser und wusch sich das Gesicht. Sie trank nicht davon, weil sie sich vage daran erinnerte, von jemandem gehört zu haben, Waldwasser könne Magenbeschwerden hervorrufen, aber das Gefühl auf ihrer heißen, geschwollenen Haut war wunderbar. Wie kalter Satin. Sie schöpfte noch mehr, benetzte damit ihren Nacken und tauchte ihre Arme bis zu den Ellenbogen ein. Dann grub sie nach Schlamm und begann ihn zu verteilen, diesmal nicht nur auf den Stichen, sondern überall vom runden Ausschnitt ihres 36 Gordon-Trikots bis hinauf zu ihrem Haaransatz. Während sie das tat, dachte sie an eine Episode aus I Love Lucy, die sie bei Nick at Night gesehen hatte. Lucy und Ethel waren im Schönheitssalon und trugen diesen verrückten Schlammpackung aus dem Jahre 1958. Und Daisy kam herein, sah von einer Frau zur anderen und fragte, »Hey Lucy, welche bist denn du?« Und das Publikum hatte gejohlt. So sah sie jetzt bestimmt auch aus, aber das war Trisha egal. Hier draußen gab es keine Studiogäste, auch kein Gelächter vom Turmband, und sie konnte es nicht mehr ertragen, noch weiter zerstochen zu werden. Das hätte sie wahnsinnig gemacht. Sie trug 5 Minuten lang Schlamm auf, vervollständigte die Maske mit einigen Tupfen auf den Lidern und beugte sich dann über den Bach, um ihr Spiegelbild zu betrachten. Was sie in dem verhältnismäßig stillen Wasser in Ufernähe sah, war ein Schlammmädchen aus einem Panoptikum bei Mondschein. Ihr Gesicht war teigig grau wie ein Gesicht auf einer bei archäologischen Ausgrabungen ans Tageslicht gebrachten Vase. Darüber standen ihre Haare schmutzig und verfilzt zu Berge. Ihre Augen waren weiß und feucht und ängstlich. Sie sah nicht komisch aus wie Lucy und Ethel bei ihrer kosmetischen Behandlung. Sie sah tot aus. Tot und schlecht aufbalsamiert. Oder wie immer das hieß.
Trisha wandte sich an das Gesicht im Wasser, als sie intonierte. Dann sagt Little Black Sambo, bitte Tiger, nehmt mir meinen schönen neuen Kleider nicht weg. Aber auch das war nicht komisch. Sie verteilte Schlamm auf ihren geschwollenen, juckenden Armen und wollte danach ihre Hände ins Wasser stecken, um sie zu waschen. Aber das wäre dumm gewesen. Die verflixten alten Mücken hätten sie dann einfach dort gestochen. Die 1000 kleinen Nadelstiche in ihrem Arm und ihrem Bein waren fast ganz verschwunden. Trisha konnte sich hinhocken und pinkeln, ohne umzukippen. Sie konnte sogar aufstehen und herumgehen, auch wenn sie ihr Gesicht schmerzhaft verzog, sobald sie den Kopf mehr als nur leicht nach rechts oder links drehte. Vermutlich hatte sie eine Art Schleudertrauma erlitten, wie Mrs. Chetwynd aus ihrer Straße, als irgendein alter Mann ihren Wagen von hinten gerammt hatte, während sie an einer roten Ampel gewartet hatte. Der alte Mann war kein bisschen verletzt gewesen, aber die arme Miss Chetwynd hatte danach 6 Wochen lang eine Nackenstütze tragen müssen. Vielleicht würde man ihr eine Nackenstütze verpassen, wenn sie hier rauskam. Vielleicht würde man sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportieren, der wie in MASH ein rotes Kreuz auf dem Bauch trug und sie... Vergiss es, Trisha. Das war die kalte, beängstigende Stimme. Du kriegst keine Nackenstütze. Auch keinen Hubschrauberflug. Halt die Klappe, murmelte sie, aber die Stimme war nicht so leicht zum Schweigen zu bringen. Du wirst nicht einmal aufgebahrt, weil sie dich nie finden werden. Du stirbst hier draußen. Du irrst einfach durch diese Wälder, bis du stirbst. Und dann kommen die Tiere und fressen deinen verwesenden Körper und eines Tages kommt ein Jäger vorbei und entdeckt deine Gebeine. Letzteres war auf so schreckliche Weise glaubhaft. In den Fernsehnachrichten hatte sie ähnliche Geschichten nicht nur einmal, sondern mehrmals gesehen, zumindest glaubte sie sich daran zu erinnern, dass sie wieder zu weinen begann. Sie sah den Jäger richtig vor sich. Ein Mann in hellroter Wolljacke und orangeroter Mütze. Ein Mann mit 3-Tage-Bart. Auf der Suche nach einem Versteck, um einem Weißwedelhirsch aufzulauern oder vielleicht auch nur, um auszutreten. Er sieht etwas Weißes und denkt zuerst, bloß ein Stein. Aber als er näher kommt, sieht er, dass dieser Stein Augenhöhlen hat. »Hör auf«, flüstert sie und ging zu dem umgestürzten Baum und den darunter ausgebreiteten, verknitterten Überresten ihres Ponchos zurück. Sie hasste den Poncho jetzt. Sie wusste nicht, weshalb, aber er schien alles zu symbolisieren, was schiefgegangen war. »Bitte hör auf!« Aber das tat die kalte Stimme nicht. Die kalte Stimme hatte noch etwas zu sagen. Sie musste wenigstens noch einen Satz loswerden. »Oder vielleicht stirbst du nicht einfach. Vielleicht bringt das Ding dort draußen dich um und frisst dich.« Trisha blieb neben dem umgestürzten Baum stehen. Mit einer Hand umklammerte sie den Stumpf eines abgestorbenen kleinen Asts und sah sich nervös um. Seit sie aufgeschreckt war, hatte sie eigentlich nur daran denken können, wie schlimm es überall juckte. Doch der Schlamm hatte jetzt den gröbsten Juckreiz und das weiterhin spürbare Pochen der Wespenstiche gestillt und sie erkannte wieder, wo sie war. Allein bei Nacht im Wald. »Wenigstens scheint der Mond«, sagte sie, als sie so neben dem Baumstamm stand und sich nervös auf ihren kleinen, halbmondförmigen Lichtung umsah. Sie wirkte jetzt noch kleiner, als seien die Bäume und das Unterholz näher herangekrochen, während sie geschlafen hatte. Heimlich näher gekrochen. Auch das Mondlicht war keine so gute Sache, wie sie gedacht hatte. Auf der Lichtung schien es hell, das stimmte, aber das war eine täuschende Helligkeit, die alles zu wirklich und zugleich ganz unwirklich erscheinen ließ. Die Schatten waren zu schwarz, und sobald eine Brise die Bäume bewegte, veränderten die Schatten sich auf beunruhigende Weise. Im Wald keckerte etwas, schien abgewürgt zu werden, keckerte nochmals und verstummte. In der Ferne schrie eine Eule. In der Nähe knackte ein Zweig. »Was war das?«, dachte Trisha und drehte sich nach dem Knacken um. Ihr Puls begann sich zu beschleunigen, vom Gehen übers Joggen bis zum Rennen. In wenigen Sekunden würde er zu einem Spurt ansetzen und dann würde vielleicht auch sie spurten. Wieder in besinnungsloser Panik und wie eine Hirschkuh auf der Flucht vor einem Waldbrand. »Nichts, da war nichts«, sagte sie. Sie sprach halblaut und rasch, ganz im Tonfall ihrer Mutter, obwohl ihr das nicht bewusst war. Sie wusste auch nicht, dass ihre Mutter in einem Motelzimmer 30 Meilen von der Stelle entfernt, an der sie neben dem umgestürzten Baum stand, aus unruhigem Schlaf hochgeschreckt war. Mit offenen Augen, noch halb träumend und erfüllt von der Gewissheit, ihre vermissten Tochter sei etwas Schreckliches passiert oder es werde ihr gleich zustoßen. »Was du hörst, ist das Ding, Trisha«, sagte die kalte Stimme.
Sie klang äußerlich betrübt, innerlich unsagbar frohlockend. »Es kommt dich holen. Es hat deine Witterung aufgenommen.« »Es gibt kein Ding«, flüsterte Trisha mit verzweifelter, zittriger Stimme, die jedes Mal in völlige Stille zerstob, wenn sie unsicher anhob. »Komm schon, lass mich in Ruhe, es gibt kein Ding.« Der trügerische Mondschein hatte die Formen der Bäume verändert, hatte sie in Knochenschädel mit schwarzen Augen verwandelt. Das Geräusch zweier Äste, die sich aneinander rieben, wurde zum schleimigen Röcheln eines Ungeheuers. Trisha drehte sich unbeholfen im Kreis und versuchte, überall gleichzeitig hinzuschauen. Ihre Augen rollten dabei in ihrem schlammbedeckten Gesicht. »Es ist ein spezielles Ding, Trisha. Das Ding, das Verirrten auflauert. Es lässt sie herumlaufen, bis sie richtig Angst haben. Weil Angst ihren Geschmack verbessert, weil sie das Fleisch süßer macht. Und holt sie sich dann. Du wirst schon sehen.« Es kommt jeden Augenblick unter den Bäumen heraus, eigentlich schon in ein paar Sekunden. Und wenn du sein Gesicht siehst, wirst du verrückt. Könnte dich jemand hören, würde er glauben, du schreist. Aber du wirst lachen, nicht wahr? Denn das tun Verrückte, wenn ihr Leben endet. Sie lachen. Und sie lachen. Und sie lachen. Hör auf, es gibt kein Ding, es gibt kein Ding im Wald. Hör endlich damit auf! Das flüsterte sie mit atemloser Schnelligkeit in ihre Hand, die den Stumpf des abgestorbenen Asts hielt, umklammerte ihn fester und fester, bis er mit einem lauten Knack abbrach, der an einer Starterpistole erinnerte. Dieses Geräusch ließ sie zusammenfahren und einen kleinen Schrei ausstoßen, aber zugleich beruhigte es sie auch. Schließlich wusste sie, was das gewesen war. Nur ein kleiner Ast, den sie abgebrochen hatte. Sie konnte noch Äste abbrechen, sie hatte die Welt noch so weit im Griff. Geräusche waren nur Geräusche und Schatten waren nur Schatten. Sie konnte sich ängstigen, sie konnte auf diese eklige Verräterin von einer Stimme hören, wenn sie wollte, aber es gab kein Ding, spezielles Ding, in den Wäldern. Es gab wildlebende Tiere und hier draußen fand in diesem Augenblick bestimmt das alte Fressen- oder Gefressen-Werden-Spiel statt. Aber es gab kein Die... Es gibt etwas. Und es gab etwas. Als Trisha jetzt alle Überlegungen einstellte und unwillkürlich den Atem anhielt, wusste sie, dass hier etwas gab. Sie wusste es mit schlichter, kalter Gewissheit. Es gab irgendwas. Keine fremde Stimme in ihrem Inneren sagte ihr das, sondern ein Teil ihres Ichs, den sie nicht verstand, ein spezieller Satz verborgener Nerven, der in der Welt von Häusern und Telefonen und elektrischer Beleuchtung vielleicht ruhte und erst hier draußen in den Wäldern aktiv wurde. Dieser Teil konnte nicht sehen, konnte nicht denken, aber er konnte fühlen. Und jetzt fühlte er etwas in ihrer Nähe. »Hallo?« rief sie zu den Mondschein- und Knochengesichtern der Bäume hinüber. »Hallo? Ist dort jemand?« In dem Motelzimmer in Castle View, das er auf Killers Wunsch mit ihr teilte, saß Larry McFarland im Schlafanzug auf der Kante des Einbettes und hatte seiner Ex-Frau den Arm um die Schultern gelegt. Obwohl sie nur ein hauchdünnes Batist-Nachthemd anhatte und er sich ziemlich sicher war, dass sie nichts drunter trug, und obwohl er seit gut einem Jahr keine sexuelle Beziehung zu etwas anderem außer seiner linken Hand gehabt hatte, empfand er kein Begehren, jedenfalls kein drängendes Begehren. Sie zitterte am ganzen Leib. Für ihn fühlte sich das an, als sei jeder Muskel ihres Rückens von innen nach außen gekehrt. »Da ist nichts weiter«, sagte er. »Bloß ein Traum, ein Albtraum, mit dem du aufgewacht bist und der dir dieses Gefühl zurückgelassen hat.« »Nein«, sagte Killer und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr Haar sanft an seine Wange schlug. »Sie ist in Gefahr, das spüre ich, in schrecklicher Gefahr.« Und sie begann zu weinen. Trisha weinte nicht, nicht jetzt. In diesem Augenblick hatte sie zu viel Angst, um zu weinen. Irgendwas beobachtete sie. Irgendetwas. »Hallo?« rief sie nochmals. Keine Antwort. Aber es war da und es bewegte sich jetzt. Unmittelbar hinter den Bäumen am rückwärtigen Rand der Lichtung bewegte sich von links nach rechts. Und als ihr Blick sich nach dem Mondschein und einem Gefühl folgend mitbewegte, hörte sie aus der Richtung, in der sie blickte, das Knacken eines Zweiges und ein leises Ausatmen. Oder etwa doch nicht? War das vielleicht nur ein Windhauch? »Du weißt's besser«, flüsterte die kalte Stimme, und das stimmte natürlich. »Tu mir nichts«, sagte Trisha, und jetzt kamen die Tränen. »Was du auch bist, bitte tu mir nichts.
Ich tue dir bestimmt auch nichts. Bitte tu mir auch nichts. Ich bin nur ein Kind. Ihre Knie wurden weich, aber Trisha fiel nicht hin, sondern sackte eher in sich zusammen. Noch immer schluchzend und am ganzen Leib vor Entsetzen zitternd, verkroch sie sich wie das kleine, wehrlose Tier, zu dem sie geworden war, wieder unter dem umgestürzten Baumstamm. Fast ohne es zu merken, flehte sie weiter darum, verschont zu bleiben. Sie griff nach ihrem Rucksack und zog ihn wie ein Schutzschild vors Gesicht. Starke, heftige Panikattacken schüttelten ihren Körper und als wieder ein Zweig knackte, diesmal näher, schrie sie gellend. Es war noch nicht auf der Lichtung, aber beinahe, beinahe. War es in den Bäumen? Bewegte es sich durch das Gewirr aus Zweigen? War es etwas mit Flügeln wie eine Fledermaus? Sie spähte zwischen ihrem Rucksack und der Wölbung des schützenden Baums nach draußen. Sie sah nur ein Gewirr aus Zweigen vor dem mondhellen Himmel. Dazwischen war kein Lebewesen. Zumindest keines, das ihre Augen erkennen konnten. Aber im Wald war es jetzt totenstill geworden. Keine Vögel riefen, keine Käfer summten im Gras. Es war jetzt sehr nahe, was immer es war, und es versuchte, sich zu entscheiden. Es würde kommen und sie zerreißen, oder es würde weiterziehen. Es war kein Scherz und es war kein Traum. Es waren Tod und Wahnsinn, die unmittelbar jenseits des Randes der Lichtung standen oder kauerten oder vielleicht in den Bäumen hockten. Es überlegte, ob es sie jetzt schlagen oder noch etwas länger reifen lassen sollte. Sie lag unter dem Baum, umklammerte ihren Rucksack und hielt den Atem an. Nach einer Ewigkeit knackte wieder ein Zweig, diesmal etwas weiter entfernt. Was es auch sein mochte, es zog weiter. Trisha schloss die Augen. Unter ihren mit Schlamm bedeckten Lidern quollen Tränen hervor und liefen über ihre ebenso schlammigen Wangen hinunter. Ihre Mundwinkel zuckten heftig. Sie wünschte sich für kurze Zeit, sie wäre tot. Lieber tot sein, als solche Angst erleiden müssen. Lieber tot, als im Wald verirrt sein. Etwas weiter entfernt knackte nochmals ein Zweig. Blätter raschelten wie von einer windlosen Böe und dieses Geräusch kam von noch weiter her. Es zog weiter, aber es wusste jetzt, dass sie hier in seinen Wäldern war. Es würde zurückkommen. Unterdessen erstreckte sich die Nacht vor ihr wie 1000 Meilen einer einsamen Straße. »Ich werde nie einschlafen können, niemals.« Ihre Mutter hatte ihr geraten, sich etwas vorzustellen, wenn sie nicht einschlafen konnte. »Stell dir etwas Hübsches vor. Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn der Sandmann sich verspätet, Trisha.« »Sich vorstellen, dass sie gerettet war? Nein.« Davon hätte sie sich nur elender gefühlt, als ob man sich ein großes Glas Wasser vorstellte, wenn man durstig war. Sie war durstig, das merkte sie jetzt, völlig ausgedörrt. Das blieb wohl zurück, vermutete sie, wenn die größte Angst überstanden war, dieser Durst. Sie drehte ihren Rucksack mit einiger Mühe um und öffnete die Verschlüsse. Das wäre einfacher gewesen, wenn sie sich aufgesetzt hätte, aber nichts in der Welt konnte sie dazu bringen, in dieser Nacht unter ihrem Baum hervorzukommen. »Nichts im Universum.« »Außer es kommt zurück«, sagte die kalte Stimme. »Außer es kommt zurück und zerrt dich heraus.« Sie zog ihre Wasserflasche aus dem Rucksack, nahm mehrere große Schlucke, verschloss sie und verstaute sie wieder. Dann betrachtete sie sehnsüchtig die Reißverschlusstasche, in der ihr Walkman steckte. Sie hätte ihn am liebsten herausgeholt und ein bisschen Radio gehört, aber sie musste die Batterien schonen. Trisha schloss die Klappe, bevor sie schwach werden konnte, und nahm ihren Rucksack wieder in die Arme. Was sollte sie sich vorstellen, nachdem sie nicht mehr durstig war? Mit einem Mal wusste sie es. Einfach so. Sie stellte sich vor, Tom Gordon sei bei ihr auf der Lichtung, stehe gleich dort drüben am Bach. Tom Gordon in seiner Spielerkleidung für Heimspiele. So weiß, dass sie im Mondschein fast leuchtete. Nicht wirklich ihr Beschützer, da er nur eine Fantasiegestalt war, aber irgendwie doch ein Beschützer. Warum nicht? Schließlich war das ihre Fantasie. »Was ist das im Wald gewesen?«, fragte sie ihn. »Keine Ahnung«, antwortete Tom. Das klang gleichgültig. Aber er konnte sich doch diesen gleichgültigen Tonfall natürlich leisten, nicht wahr? Der echte Tom Gordon war 200 Meilen von hier entfernt in Boston und schlief inzwischen vermutlich bei abgesperrter Tür. »Wie machst du das?«, fragte sie jetzt wieder schläfrig, so schläfrig, dass sie nicht einmal merkte, dass sie laut sprach. »Was ist das Geheimnis?« »Geheimnis von was?« »Wie man ein Spiel entscheidet«, murmelte Trisha, während ihr die Augen zufielen. Sie dachte, er werde antworten, man müsse an Gott glauben. Deutete er dann nicht
nach jedem Erfolg gen Himmel oder an sich selbst glauben oder vielleicht sein Bestes versuchen. Das war der Wahlspruch von Trishas Fußballtrainer. Ich verlange nur das eine von euch. Gebt euer Bestes. Aber am Ufer des kleinen Baches stehend sagte Nummer 36 nichts dergleichen. Du musst versuchen, dem ersten Better den Schneid abzukaufen, lautete seine Antwort. Du musst ihn gleich mit dem ersten Wurf herausfordern, einen Ball werfen, den er nicht treffen kann. Er kommt zum Schlagmal und denkt, ich bin besser als dieser Kerl. Diese Idee musst du ihm abgewöhnen. Und es ist besser, damit nicht zu warten. Am besten tust du es gleich. Deutlich zu machen, dass du der Bessere bist, das ist das Geheimnis, wie man ein Spiel entscheidet. Welchen Ball wirfst du beim ersten Pitch am liebsten? Hatte sie fragen wollen, aber bevor sie alles herausbringen konnte, war sie eingeschlafen. In Castleview schliefen auch ihre Eltern, diesmal im gleichen schmalen Bett, nachdem sie sich plötzlich befriedigend und völlig ungeplant geliebt hatten. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, war Killers letzter wacher Gedanke. Nicht einmal in einer Million Jahre hätte ich, lautete Larrys. Von der ganzen Familie schlief Pete McFarland in den ersten Stunden dieses Morgens im Spätfrühling am unruhigsten. Er lag im Zimmer neben dem seiner Eltern, stöhnte und zerwühlte sein Bett, während er sich ruhelos von einer Seite auf die andere warf. In seinen Träumen stritten seine Mutter und er sich, waren auf dem Wanderweg unterwegs und stritten sich. Und als er sich irgendwann angewidert abwandte, oder vielleicht um ihr nicht die Befriedigung zu gönnen, dass sie sah, dass er ein bisschen zu weinen begonnen hatte, war Trisha fort. An dieser Stelle geriet sein Traum ins Stocken. Er blieb in seinem Verstand stecken wie ein Knochen in der Luftröhre. Pete warf sich im Bett herum, als ließe er sich so wieder lösen. Der untergehende Mond schien ins Zimmer und ließ den Schweiß auf Petes Stirn und Schläfen glänzen. Er drehte sich um und sie war fort. Drehte sich um und sie war fort. Drehte sich um und sie war fort. Hinter ihm lag nur die Leere. »Nein«, murmelte Pete im Schlaf, warf seinen Kopf von einer Seite zur anderen und versuchte, den Traum zu lösen, ihn herauszuhusten, bevor er daran erstickte. Aber das gelang ihm nicht. Er drehte sich um und sie war fort. Hinter ihm lag nur der leere Weg. Es war, als hätte er nie eine Schwester gehabt.